Ich frage mich ja, wie viele von diesen Abstimmungen wir noch so haben werden. Schon wieder einmal drei Wege, die wir beschreiten können, und damit willkommen zurück. Meine Meinung ist soweit fest, wir wollen auf jeden Fall die Rosai einmal mehr beschützen. Das ist wichtig, denke ich. Wir wollen wissen, was hinter diesen Banditen steckt. Was haben Travis und Trish dort vor? Huh? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns auf diese Seite schlagen. Und wir haben ja schon mit allen Leuten geredet das letzte Mal, können also direkt loslegen. Und ich hoffe mal, wir schaffen es, dass wir wieder bei der roten Flamme landen. Die nächste Abstimmung. It is time to cast our votes. Einmal we have mehr. Three options before us. Return to the Wolfort Domain, depart to the Rosellan Village, or stay in the capital. Approach the Scales of Conviction with your token at the ready. Alles klar. Dann entscheidet euch mal. Bin wieder sehr gespannt. Hier ist ja eindeutig. Gibt ja diesmal einige festgelegte Stimmen. Die sind wohl auch als erstes dran. Ergibt ja auch absolut Sinn. Die drei wichtigsten Protagonisten erstmal. Hm? Ist auch immer ganz witzig, wie sich das so verteilt. You have my vote. Ah, okay, Anna ist schon mal auf unserer Seite, damit sollten wir schon mal sehr gut dabei sein. Ja, von der Verteilung, ich finde das schon immer ganz interessant. Sheila, Federica, Benedikt, Anna, Roland, Huet, Erador, ja, ist ja meistens, ja genau, Zaren Noah eigentlich dann mehr, ja, genau. Also, Erador scheint generell immer sehr offen für alles Mögliche zu sein. Hat man so den Eindruck. I have faith in you. Ja, damit sollten wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Hatten diesmal, glaube ich, auch ganz gute Karten. You won me over. Sehr schön. Wie gut das mittlerweile läuft, ne? Ich bedenke, wie verzweifelt ich teilweise am Anfang dieses Let's Plays war. Um Gottes Willen. Scales of Conviction will illuminate the path we've chosen. Aber es ist auch irgendwie so demotivierend, wenn du dann so deine Überzeugungsversuche leistest und dann steht da irgendwie, ja, der ist jetzt nachdenklich und boah, du hast gute Chancen, ihn zu überzeugen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Es war schon teilweise echt lustig, muss man sagen. Aber so ist es halt mit so einer demokratischen Abstimmung. Du kannst irgendwas sein, aber letztendlich entscheidet halt die Mehrheit. So und nicht anders. Aber in dem Fall alle auf unserer Seite soweit. Das ist schön. Und das andere war eh festgelegt. Wunderbar. The way forward is decided. We march to the Rosellan Village and drive the bandits from the surrounding woods. Ah ja, wieder einmal unsere Gesinnung gefestigt. Zurück zu den Rosai. Mal gucken, wie die Karte aussieht, wenn es wieder die gleiche ist. Naja, gut, ein bisschen Recycling kann schon mal sein. Wenn dann hätten wir vielleicht neue gehabt. I shall accompany Frederica to defend the Rosellan Village. I know not what the bandits are after. I cannot allow them to run rampant over the land. Thank you, Zaren Noah. I am heartened to have you by my side. Very well. Fulfill your duty to your domain. I shall see to things in the capital. Then I shall venture to the Wolfort Domain and make our report to Lord Simon in your stead. Ja, ganz im Ernst, das kann der doch auch in Ruhe so machen, oder? Ich meine, das scheint irgendwie das Lässigste zu sein. Also, sagst halt mal Bescheid. Und gutes. And this is farewell for now. King Roland, Benedict, until our reunion in the capital. Und ich glaube, dass Fürst Simon auch sehr stolz auf seinen Sohn ist, wenn er sich hier um die Rosai auch wieder kümmert. Ich glaube, das gefällt ihm etwas mehr, ehrlich gesagt. Würde ich jetzt so vermuten. Ich meine, ihm jetzt Bescheid zu geben und Bericht zu erstatten, das hat theoretisch halt auch einfach Zeit, denke ich. Sehr gut, dass sie Simon erstmal überhaupt in Burg Wolfort haben. Ist ja ein mächtiger Krieger, wie wir auch wissen. Oh je, die schon wieder. Here we are, the Rosellan Village. Aber es ist wirklich sehr lange her, was? Aber wir hatten immer wieder mal irgendwelche Schriftstücke, wo sie auch mal erwähnt wurden. Ist das denen ihr eigenes Theme? Weil das hatten wir auch ganz am Anfang. Ich finde das echt ganz nett. Right! Just where that book we swiped from the archives pointed us. Ah, also tatsächlich. Ja, habe ich schon richtig vermutet. Ich meine, ja, welche Banditen wären doch sonst so fähig gewesen? You catch a whiff of that? Smells like treasure to me.
calling this hovel a village does a disservice to villages. We'll find that fortune soon enough. Hold it, Trish. Maybe we'd best leave this treasure be. Having second thoughts, Pa? Knees buckling at the thought of a little bloodshed? Now just shut up and use your head for a bit, girl. You know the story of this village as well as I. How they fled from the cruelty of Hyzant. Seems to me we have more than a bit in common with these folk. I don't wish to cause them any more suffering than is necessary. Oh, sieh mal einer an, da spricht er ja gute Worte hier. Ein Bandit, der doch ein bisschen einen Gerechtigkeitssinn noch übrig hat. Sehr gut. You're getting soft in your old age, Pa. All right, have it your way. We'll give him a little scare, grab the treasure, and be on our way. Ah, but there's one more. Ah, my damn back is still acting up. Not enough rest since the last job. Might be even worse than last time, as a matter of fact. Did you go to sleep and wake up an old crone? Put your weapon in your hand and get moving! The likes of us only get one chance to grab fate by the horns, and this is ours! Wasn't it you who taught us to take what we can, because the world ain't in the habit of giving? I know, but I... You know what? I don't want to hear your bleating! Go rest if you need it, because I don't need you! Me and the boys will handle the treasure hunting! Oh je, oh je. Ist wohl noch ein bisschen jünger, was? Wait, Trish! Damn back! Und er mit seinen Rückenschmerzen, oh je, oh je. Nicht mehr ganz der Fitteste, ha? Huh? The members of House Wolffort, having earned momentary respite after reclaiming the capital, decide to go their own ways. Roland remains in the capital to deal with his political opponents. Benedict returns to Castle Wolffort to visit the ailing Lord Simon. Serenoa and Frederica, having received reports from Jerome of bandits in the Rosellan village, depart to investigate. Nun gut, dann sind wir auch schon da. Hm? Ja, Banditengalopp klingt ja schon mal ganz witzig. Wir haben tatsächlich erstmal eine Erkundungsmission vor uns. Ja, das ist ja in Ordnung, das machen wir gerne. Wir haben auch gerade gar keine neuen Nebenquests mehr bekommen. Nebengeschichten, wie auch immer. Serenoa und seine Gefährten haben gehört, dass Banditen die Gegend um das Dorf der Rosei unsicher machen sollen. Sofort brechen sie auf, um nach Jerome und den anderen zu sehen. Also gut, Rückkehr ins Dorf. Hey, vielleicht ist ja diesmal jetzt Jerome dabei, das könnte ja sein. Das wäre vielleicht die Gelegenheit. Ah, Lord Serenoa, Lady Frederica. Ich meine, wir hatten ja schon einen Indiz vom Spiel bekommen, dass anscheinend bei dem einen Pfad, sich eventuell dann Milo angeschlossen hätte. Ich fände das voll cool, wenn er sich jetzt anschließen würde. Glenbrook is as prosperous as it ever was. And I hear we have you two to thank for it. Glenbrook owes its return to prosperity to many, Jerome. I only hope this marks the beginning of a journey toward peace. As do I. So, what brings you to our humble village this day? We've received word that you've been having trouble with bandits. And you came all the way here personally? Truly, I am moved. You're under the protection of House Wolffort. I'm only doing my duty. Of course. As a matter of fact, we have sighted bandits skulking about in the woods. Fortunately, they seem to be content with that. I'm glad no one has come to harm. For now, my lady. Doubtless, they are probing our defenses for weaknesses. Although they've yet to bare their fangs, I feel their gaze on my back from time to time. Bandits aren't known for planning ahead, but there's a first time for everything. I suggest we look into this, my lord. I agree. If indeed there are bandits lurking about, we should flush them out or drive them away. That would be much appreciated, my lord.
We've sent out our own search parties, but with you by our side, the work will go all the quicker. However, I understand your recent days have been filled with strife, and you've journeyed far. Allow us one night to treat your arrival with the pomp it deserves. Thank you, Jerome. I would welcome a night free from worry. Then we shall prepare a feast. I look forward to hearing stories of your heroic exploits. I've got a few of those. All it'll cost you is a few drafts of ale. Na, die verstehen sich hier alle prächtig zumindest und die Banditen haben auch noch nichts gemacht, das ist doch gut soweit. Ich werde versuchen, mehr über die Banditen zu erfahren und mich gleichzeitig nach dem Befinden der Rosei erkundigen. Ja, super. Also alles relativ entspannt hier erstmal. Finde ich gut. Wenn ich groß bin, möchte ich so stark wie seine ihr, Herr Fürst, dann beschütze ich das ganze Dorf. Löblich, löblich. Hier ist Jerome, mit dem können wir auch nochmal quatschen. Haben wir wirklich kein Item? Ich bin entsetzt. Wenn schon die Banditen nicht da sind, dann können wir ja irgendwas mitnehmen. Gratulation zu eurem Sieg, mein Fürst. Wie ich hörte, habt ihr die Königsstadt von Azeroths eisernem Joch befreit. Wir freuen uns, dass ihr in diesen wichtigen Tagen die Zeit gefunden habt, unser Dorf zu besuchen. Wenn wir irgendwas für euch tun können, sagt das bitte. Dann wollen wir doch mal sehen. Wir brauchen Material, um die Königsstadt wieder aufzubauen. Ach, ich weiß nicht, sollte man dafür die Rosei einsetzen. Wobei, naja, es könnte ihnen einen besseren Ruf bescheren nebenbei. Wer weiß. Sorgt euch nicht um uns und lebt einfach euer Leben. Wir wollen uns nur ein wenig ausruhen. Ich habe gehört, dass euer Dorf von einer Bande heimgesucht wird. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ja, selbstverständlich. Deswegen sind wir da. Klar, logisch. Danke, wir haben Wachen aufgestellt, aber die Banditen scheinen viele an der Zahl zu sein. Deswegen braucht ihr euch nicht zu sorgen. Wir lassen nicht zu, dass man euch etwas antut. Euer Besuch hat uns alle sehr glücklich gestimmt. Bitte redet auch mit den anderen. Sie würden sich sicher freuen. Na klar. Aber sind wohl recht schlaue Banditen. Das wissen wir auch schon mal. Warum treiben diese Banditen ausgerechnet im Grenzgebiet ihr Unwesen? Wenn sie es auf Geld abgesehen hätten, wären Städte oder Handelsrouten doch viel lukrativer. Aber es ist interessant, da hat Olia tatsächlich anscheinend irgendwas über Bergsalz geschrieben. Die Katze wieder hier. Wir dürfen das Dorf nicht verlassen, weil da böse Leute sind. Bitte erzählt mir doch, was draußen so vor sich geht. Bitte, 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 hier ist es so schrecklich langweilig. Das kann ich mir aber wirklich vorstellen, dieses Dorf, naja. Wobei, es gibt viele Möglichkeiten zu klettern zumindest. Sehr viele, sehr gefährliche Möglichkeiten. Das muss man wohl auch festhalten. Und natürlich der Älteste, der ist auch noch da. Der hat ja auch noch keine grauen Haare, Leute. Der lebt noch lang, ich sag's euch. Könnte es sein, dass die Räuber es auf den Steinsalzsplitter abgesehen haben, aber eigentlich weiß außer der Dame Ali und mir niemand davon. Außerdem hatten wir nur diesen einen Splitter, mehr gibt es hier nicht zu holen. Okay. Gut, okay. Erador. Du hast die Königsstadt zurückerobert und die Rosei beschützt. Ganz Glenbrook feiert dich als einen Helden. Jetzt lass uns noch schnell diese Diebe fassen, damit wir unseren Ruhm endlich ordentlich begießen können. Sounds like a plan, würde ich mal sagen, hier. Erador. Alle sind super happy. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihr uns ein weiteres Mal zu Hilfe eilt. Wir waren gewillt, dieses Dorf zu verteidigen, aber mit euch fühlen wir uns noch sicherer. Was haben wir denn hier Feines? Universalpastille, ja. Wie immer gibt's schönes Loot. Das Übliche, man kennt's. Bitte entschuldigt, dass wir euch keinen gebührenden Empfang bereiten können. Doch wegen der Banditen haben wir Angst, das Dorf zum Sammeln und Jagen zu verlassen. Ja, ist auch verständlich. Und für die wiederum wäre es am klügsten, die dann irgendwie heimlich auszuschalten natürlich. Langsam ein paar wichtige Wachen rausnehmen und dann schlägt man zu. Das heißt, ihr werdet sofort aufgebrochen, als ihr von den Banditen hörtet. Das ist wirklich überaus gütig von euch, mein Fürst. Natürlich haben wir Wachen, aber ich fürchte mich so vor einem Überfall, dass ich nachts kein Auge zubekomme. Und das ist natürlich nur allzu verständlich. Notizen einiger Kinder. Mhm. Was wir da wohl haben? Mächtiger Blitzstein. Oh. Mächtig. Das ist ja mal schön. Also gibt es auch da nochmal Upgrades.
Sind bestimmt Schweine teuer, kann ich mir vorstellen. Okay, das, erstens wollte ich das nicht. Zweitens, es war mal wieder eine Leiter, die meine Gesinnung anpasst. Das ist sehr gut. Was so passiert, wenn man irgendwie so tausendmal so eine Leiter hoch und runter klettert. Ich meine, mich würde wirklich mal interessieren, was das überhaupt ausmacht, ganz im Ernst. Wir haben in der Nähe des Dorfs Spuren eines Räuberlagers gefunden. Es ist zu gefährlich, das Dorf zu verlassen, selbst für die Jagd. Okay, ich denke, wir haben so ziemlich alle. Da unten ist noch Juett. Da statten wir nochmal einen Besuch ab. Dann können wir nochmal ganz kurz unser neues Schriftstück uns anschauen. Wir haben dieses Dorf beschützt. Da werde ich bestimmt nicht zulassen, dass es jetzt von einer Räuberbande heimgesucht wird. Wir werden sie fassen. Garantiert. Sehr gut, da oben habe ich was glänzend sehen. Das hätte ich jetzt fast noch übersehen. Allheilpastille, okay. Ja, hier gibt es sehr gute Heil-Items auf jeden Fall. Das hat sich schon nochmal gelohnt. Ach ja, und mit Frederica habe ich auch noch nicht gequatscht. Das geht natürlich gar nicht. Wenn ich das Dorf so sehe, dann weiß ich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich möchte mich auch in Zukunft für mein Volk einsetzen. Willst du mir dabei helfen, Serenoa? Na klar. Die Rosai sind auch mein Volk. Als Fürst von Wolfurt gelobe ich, alles Leid von ihnen abzuwenden. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht mehr in unsere Kämpfe verwickelt werden. Je mehr diese Gegend gedeiht, desto größer der Nutzen für alle von uns. Ich würde dich deswegen gerne um deine Hilfe bitten. Mhm. Na, ich nehme das Obere. Das finde ich ja eigentlich am nettesten. Danke, Serenoa. Du brauchst mir nicht zu danken. Es ist meine Pflicht, sie zu schützen. So wie es schon mein Vater tat. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Lass uns gemeinsam für die Rosai sorgen. Und das ist ja auch eigentlich ganz schön. Na, das passt irgendwie voll gut zusammen, finde ich. Das hat etwas. Doch, muss man schon sagen. Und sonst haben wir jetzt aber auch nichts mehr, was wir irgendwie mitnehmen könnten oder so. Alle Leuchtstellen gefunden, hoffentlich. Das ist immer die größte Sorge. Verständlicherweise, habe ich mit dir gesprochen. Ah ja, okay. Das ist beruhigend, das Dorf unversehrt zu sehen. Das allerdings. Ja, dann sind wir soweit fertig, würde ich mal sagen. War eine relativ kompakte Erkundungstour. Ach, was haben wir jetzt hier noch? Moment. Fortschritt der Förderarbeiten. Das ist jetzt noch auf neu gewesen, deswegen ich will es dann schon noch lesen. Aber erst sind die Notizen dran. Ich möchte ein stattlicher Reiter wie Prinz Roland werden. Mein Traum ist es, einmal so hübsch wie Fräulein Federica zu sein. Ich werde ein Stratege, der sich mit Benedikt messen kann. Ich würde gerne mal mit Juett auf ihren Falken durch die Lüfte sausen. Fräulein Anna hat mir Süßigkeiten gegeben, das war wirklich nett. Ich wünsche mir, dass Frau Chila mir das Zaubern beibringt. Hera, du bist stark wie ein Bär und auch ein bisschen so brummig. Irgendwann will ich den Truppen von First Renoa beitreten. Naja, okay. Ja, ganz nett. Das mit Anna finde ich irgendwie auch ganz nett. Das ist auch so eine softe Seite. Ne? Sie ist ja so die eiskalte Assassinin, die einfach ihren Plan ausführt. Meistens auch eher so die Nutzdenkerin. Aber ja. Ich meine, auch das mit Rudolf, das war ja mega. Also das war so ein gutes Gespräch einfach. Nur weil sie so eine Szene eingebaut haben. Das hat das Ganze einfach so viel besser gemacht. Es bleibt richtig im Gedächtnis, finde ich. Das war auch echt cool. Ah ja, Warnung vor der schönen Diebin. Ich nehme an, die haben wir auch schon gefunden jetzt, ne? So, lass mal sehen. Das hier noch. Hui, abenteuerlich. Die neue Norselia-Mine, ein gemeinsames Erzförderprojekt von Esfrost, Glenbrook und Highsand, war ein Symbol des Friedens zwischen den drei Nationen und sollte ihm auf lange Sicht festigen. Die prunkvolle Zeremonie auf Schloss Weißholm wurde von vielen als Anbeginn eines neuen Zeitalters betrachtet. Doch Esfrosts nächtlicher Einfall in Glenbrook zerstörte diese Hoffnung. Das Herzogtum begründete seinen Angriff mit dem Vorwurf, Glenbrook habe versucht, die Mine für sich allein zu beanspruchen. Bis auf ein zweifelhaftes Geständnis König Regners blieb man dafür aber handfeste Beweise schuldig. Also machte ich mich unter Einsatz meines Lebens daran, die Wahrheit selbst zu ergründen. Die Mine wird von den schwarzen Eisen schwer bewacht, sodass ich sie nur aus einiger Entfernung beobachten konnte. Dabei konnte ich aber bezeugen, dass Förderarbeiten stattfinden. Auf dem Weg zwischen Esfrost und der Mine verkehrten in regelmäßigen Abständen schwer beladene Kutschen. Die Fracht war mit Planen bedeckt, aber vermutlich handelt es sich um Erz für das Herzogtum. Als ich mich näherte, um meinen Verdacht zu überprüfen, wurde ich von einer Wache entdeckt und ohne Vorwarnung beschossen. Zum Glück verletzte mich der Pfeil nicht schwer, doch aus Angst um mein Leben entschied ich mich für einen Abbruch meiner Untersuchung. Auch ich konnte letztlich also nicht die ganze Wahrheit ergründen. Zweifelsfrei aber geht dort etwas vonstatten, das man vom Rest der Welt geheim halten möchte. Ob wir jemals herausfinden werden, was es ist, ja,
Also 100%ig, da wird natürlich das Salz abgebaut, klar. Ne? Wir wissen Bescheid. Klar, man muss natürlich das alles dann verdeckt halten und so. Hier sieht man ja offene Wägen, da ist das Erz einfach so drin. Aber klar, das Salz, das muss natürlich geheim bleiben, dass das eigentlich abgebaut wird. Na gut, okay. Haben wir das noch mitgenommen? Warum nicht? Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Es ist an der Zeit, alle zu versammeln und zu befragen. So wirkliche Hinweise haben wir auch gar nicht großartig bekommen diesmal, oder? The villagers seem to be in high spirits. I hope the bandits have been scared off for good. As do I. It was surprising to see that despite everything, the lives of most haven't changed a bit. I cannot help but wonder what drew their attention in the first place, however. You don't think it had something to do with the salt crystals, do you? How would they know? Hyzan protects that information more fiercely than the goddess herself. Hmm. Then, perhaps in their desperation, they've stooped to capturing and selling the Roselle to Hyzan. No. I won't allow the wickedness of House Tellior to run rampant again. It was only a thought, my lady. We know nothing for certain. Indeed, and it will serve us naught to conjecture endlessly. We need to flush these bandits out and hear it from their own mouths. Aye, but even bandits value their own lives. They won't do anything rash, so long as the odds are against them. Lord Serenoa! Bandits! They're everywhere! What? Suppose these ones aren't the sharpest tools in the forge. We must hurry. Vielleicht wollen sie auch eine Herausforderung, wer weiß. Naja, bei dieser Trish denke ich mal schon. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und so kommt es auch zu Kampfhandlungen natürlich. Ach, wir haben eine Charakter-Episode. Moment, das ist ein neuer Charakter. Wen bekommen wir denn da? Jetzt noch? Vor der Mission? Hä? Wer bist du denn? Esfrost-Soldaten treiben ein böses Spiel mit den Menschen in Glenbrook, als ein hochdekorierter Veteran sich einmischt. Okay, bin gespannt. Schön, dass wir jetzt immer noch neue Charaktere so bekommen. So weit drinnen. Ah, my shop! Someone stop this madness! Carry on screaming and sniveling! This land is ours now, and we'll do as we please! You monsters! Ha! Try me! I'll cut you down where you stand! Oh mein Gott. Ja? Wer kommt denn da? And just what do you think you're doing? You disgust me. Be gone from this place! Kräftiger Falkenschildner. War der nicht auch damals bei diesem Turnier mit anwesend? Ich glaube schon, hä? So, you've chosen death then! Hold! Lest my eyes deceive me, is that not Sir Flanagan? And what if I am? Wir kriegen ein Profil. Flanagan, cooler Name. Ein ehemaliger Kommandant der Schwarzen Eisen, auch als blutbesudelter Schild bekannt. Ausgedienter Astroster Soldat, okay. Tis him! The bloody shield in the flesh! Former Black Iron Captain! Damn it all! Run for your life, you fool! Cool, ja, wir haben mal Respekt. How far they have fallen. They confuse might for morality. And sully the duchy's good name. Hail, soldier! I cannot thank you enough for coming to my aid. Tis instinct. It cannot abide such cruelty. Nachdenken mal wieder. Though I no longer call myself a soldier, it is the only station my skills afford me. Da fliegt er wieder weg. Der sieht ganz schön schwer aus. Jetzt tut mir der Vogel ein bisschen leid, muss ich ja sagen. My lord, a man calling himself Flanagan requests an audience. Will you grant it? Flanagan? The name sounds familiar somehow. Ah, he fought in the tourney, didn't he?
The one they call the Bloody Shield. His frosty soldier. What brings him to me? Anyhow, send him in. My lord. Gleich mal so ein Kommandanter. Krass. Been a few moons, Bloody Shield. And many more since I answered to that name. Then what brings an Esfrosty to us this day? Words cannot bring back your countrymen. But I give them to you anyway. I condemn the Duchy's actions with every fiber of my being. Deeply ashamed am I of our Archduke's willingness to shed the blood of innocents. Meager though they may be. So, you came all this way just to apologize? You're a strange one, all right. I am well aware that words alone mean little. And that is why I offer my service, that my words might ring true. Why House Wolfort? There are far greater armies that would give anything to have a warrior like you in their ranks. I have no interest in further bolstering the might of Esfrost or Hyzant. They trample the weak with no remorse. I will stand for it no longer. And you think you can stand here and call us weak? You little... Ja, das ist ja auslegt, Mensch. You intrigue me, Sir Flanagan. But what of your title? Is your shield truly stained with blood? It is a name given to me by men, nothing more. You can trust he'll hold his own in battle if you take him in. One look is enough to tell you that. A boon to our cause, then. Provided we ourselves do not become the very thing you despise. House Wolfort welcomes you, Sir Flanagan. The feeling of intrigue is mutual. I am at your service. You're two peas in a pod, aren't you? Da ist er also, der Flanagan. Okay. Scheint ja ein aufrichtiger Typ zu sein hier. Ein zäher Allzweckkrieger, der stets fest im Sattel seines geflügelten Reittiers sitzt. Provoziert Angriffe auf sich selbst, ist stark gegen Angriffe von vorne. Okay. Sehen wir auch gleich mal uns genauer an, den Typen. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend, würde ich sagen. Dann wollen wir doch mal. Wo ist der Gute? Da ist er. Er ist ja wirklich auf so einem Falken und tankt oder was? Witzige Kombination auf jeden Fall. Oh mein Gott, ist die Magieabwehr scheußlich. Das ist ja noch grottiger als bei Erador. Ach du Schande. Okay. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Wobei er könnte sogar ein bisschen mehr Kraft vertragen, meiner Meinung nach. Kriegt natürlich mehr Schaden durch Pfeile. Aber er hat... Also er kriegt keinen Schaden von vorne. Also er halbiert einen Schaden. Okay, das heißt ja eigentlich, man könnte Erador und ihn super kombinieren, würde ich jetzt mal sagen, ne? Wenn die einfach immer Rücken an Rücken stehen. Nee, Quatsch, andersrum. Erador muss ihn immer anstarren. Dann passt alles. Erador muss seinen Rücken schützen. Aber sein eigenen nicht. So rum. Gut. Schildramme. Erteilt einem Gegner physischen Schaden und erzürnt ihn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Okay, nett, dass man das so kombinieren kann. Schaden plus erzürnen. Falkenangriff. Fliegt mit seinem Falken zum Zielfeld und erteilt allen Gegnern in der Nähe des Zielfelds physischen Schaden. Oh. Okay, das klingt sehr cool, muss ich sagen. Vor allem, weil die Stärke sehr hoch ist. Dafür, dass es ein Flächenangriff dann ist. Das klingt tatsächlich auch sehr mächtig. Geteiltes Leid. Er hat also das, was auch Zero Noah hat. Cool. Ja, nicht schlecht. Aber er klingt insgesamt fast ein bisschen situationsbedingt so. Er hat auch diesen extremen Sprung dann, wie Duett. Das ist natürlich schon sehr cool. Aber diese Magieabwehr, um Gottes Willen. Der ist schneller toast, als du gucken kannst. Okay, Trish und ihre Kameraden suchen nach einem Schatz. Diesen Banditen muss Einhalt geboten werden.
Ganz schön mutig, da sind wir jetzt ins Dorf mit einmarschiert und dann denken die, jetzt greifen die an. Naja, wenn sie meinen. Time to hand over the treasure. Meine Güte. Treasure? We are humble folk. There is no treasure here. Don't play coy with us. We know it's here. Yeah. No way S. Frost would go through the trouble of hiding this book if there weren't no treasure. You fool! Don't go blabbing all our secrets! Oh. A book? What book? We didn't see no book. Sehr gut. A book? They stole a book from the archives? Use your eyes and think. If we were hiding treasure, would we not avail ourselves some small portion of it? I suppose. Don't let his fancy words befuddle that thick head of yours! If they're just going to keep yapping on about having no treasure, we might as well drive him out and look for it ourselves. And if they get hurt in the process, they can't say we didn't warn them. It is I who shall warn you. Cease this folly and we will not punish you. This place falls under our rule and we won't suffer bandits to harass our subjects. We don't need the sufferance of some blue bloods. You'll regret crossing swords with me and mine. Tis your last chance. Hand over the treasure so we can all go home and Pa can stop his moaning about how we're so poor. Or don't hand it over and make it fun for us. We're coming for you either way. Na, großartig. Was macht die denn für Faxen hier? Naja, wenn sie meint. Okay, gut. Du willst unbedingt einen Kampf verlieren? Dann soll es so sein. Niederstreckung von Trish. Ach ja, mal wieder eine Boss-Besiegen-Mission. Okay. Gut, dann sollte das ja wahrscheinlich wieder schnell gehen, vermutlich. Hier steht sie gerade, okay. Und sie hat Flammenpfeile. Sie hat natürlich ein riesiges Problem mit Eis. Das ist schon mal gut zu wissen. Lass mich raten, es gibt... Genau, habe ich mir schon gedacht, dass es hier einen Heiler gibt. Oh, die haben Heiler, die Tellereisen aufstellen können. Okay, ich muss sagen, jetzt bei den Banditen hier, das stimmt, das macht eigentlich total Sinn, dass die Steinwurf haben. Also, ja, eigentlich passt das, das stimmt sogar. Wäre ich eigentlich sogar ganz nett. Und hier auch mit Öl und so, so ein paar schmutzige Tricks einfach, die auspacken können. Das passt eigentlich voll, muss man sagen. Haben wir nur Trish? Hat der Vater keinen Bock mehr gehabt? Oh Mann, ey. Na gut, okay. Überleg gerade, wie wir das am besten machen. Schon eine ordentliche Anzahl an Banditen auf jeden Fall. Und bei Trish hier reinzumarschieren wird sicherlich auch nicht so einfach. Die steht auf... Ja, das ist doof, dass die hier steht. Muss man wirklich sagen. Sie hat auch sehr viel Range. Eine extrem schnelle Einheit, wie man sehen kann. Ne? Schon auf Runde 3 hier. Aber gut, ich denke mal, wir werden wieder einen Doppelgänger reinstellen. Und dann sehen wir mal, was passiert. Das ist... meist eine ganz gute Idee, wie wir wissen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber zunächst geht es natürlich noch ins Feldlager. Feldlager. Wir wollen noch ein paar Dinge machen. Oh, du hast wieder neue Dinge im Angebot. Das ist großartig. Guckt euch das mal an. Wow. Hold on. Okay. Das ist wirklich eine ganze Menge, die er diesmal dabei hat. Okay, erstmal holen wir uns eine Auszeichnung. War nicht Chila schon die letzte, die da noch gefehlt hat? Ich glaube nämlich schon. Und Veteran zur Elite, count me in. Okay. Wer braucht noch Waffenveredelung auf Rang 2? Oh, Rang 3. Hoppla. Okay, jetzt geht's rund, ich sehe schon. Jetzt geht's richtig rund.
Okay, das wird spannend. Ich sehe schon, was ich farmen muss. Und das werde ich auch tun. Denn wir können auf ein schönes Ziel hinsteuern. So, wer ist als nächstes dran mit der Beförderung? Achso, das, genau, geteiltes Leid ist es mir noch nicht wert. Das haben wir ja schon gesehen. Das könnte ganz witzig sein. Ja, das wird im Prinzip nur einmal triggern. Ist nur die Frage, wie hoch dieser Bonus ist. Schuss bei Annäherung. Würde ich ganz gerne herausfinden, was das ist erstmal. Ich denke, das müssen wir bei einigen erstmal so rausfinden. Oh, er hier. Der göttliche Speer ist er dann. Cool, der kriegt dann so ein dunkleres Outfit hier. Sieht auch ganz schick aus, muss ich sagen. Wiederbelebung. Warte, kann er andere wiederbeleben oder... Oh mein Gott, aber Stufe 33, das dauert ja ewig. Dass das so hoch geht bei manchen, krass, ey. Wahnsinn. Okay. Ja gut, ja, ich würde bei vielen Leuten ganz gerne erstmal wissen, wie es weitergeht. Jetzt ist erstmal Chila dran, das ist klar. Denn die war noch Rekrutin die ganze Zeit und wir setzen sie ja schon sehr gerne ein. Kunst der Flucht kriegt sie dann noch, okay. Ich weiß nicht. Na, das ist auch irgendwie nicht so wirklich gut. Schwierig. Dieser Weg wurde gemeistert. Dass du hier der Erste warst, der das bekommen hat. Ah, nee, Quatsch, du warst der Zweite, ne? Ich meine, Roland... Oh, Moment, das... Ach, stimmt, ja, und Benedikt ist ja auch nicht dabei. Oh, wir können nicht buffen und wir haben auch nicht unser mächtigstes Tool quasi dabei, um richtig viel Schaden zu machen. Okay. Damit seine Ulti die Verteidigung ignoriert. Wir haben es ja gegen Aflauer gesehen. Komplette Vernichtung. Aber nun gut. Ja, er hat auch neue Ware. Okay. Wir können uns demnächst austoben. Ich sehe schon. Und es wird extrem teuer. Um Gottes Willen. Ja, es wird sehr, sehr teuer. Sonst noch irgendwas? Neue, coole Sachen. Oh, es gibt noch eine Cap... Ah, nee, Quatsch. Nevermind. Die gab es damals. Ich dachte schon. Okay, ja. Ja, ja. Gibt einiges. Einiges Cooles. Was habt ihr eigentlich so alles? Würde auch mal interessieren. Okay, also das ist alles auf jeden Fall Standardzeug. Ha. Aber wir können auf jeden Fall sehr coole Charaktere spielen. Die wir vorher noch gar nicht großartig gespielt haben. Das alleine wird, glaube ich, sehr cool. Dann wollen wir noch kurz sehen, ob es auch eine neue Übungsschlacht gibt. Wundert mich nicht, dass es was Neues gibt. Oh nein, come on, Controller, please. Einkreisung der Arena. Vernichte alle Gegner, die die Arena im Kolosseum besetzt haben. Du kannst entweder effektiv mit Fernangriffen von den umliegenden Erhöhungen angreifen oder versuchen, direkt die Arena zu stürmen. Okay, das klingt nach einer sehr witzigen Karte, muss ich sagen. Ja, okay. Die können wir dann mal zeigen. Ich kann aber auch erstmal bei der hier noch ein bisschen Leute nachziehen. Wobei, naja. Ja, wir sollten, glaube ich, die Einkreisung der Arena noch vorher machen beim nächsten Mal. Das klingt ganz gut für mich. So viele coole Sachen. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was brauchen wir. Ich würde jetzt erstmal sagen... Oh... Was würde ich denn sagen? Ja, gute Frage. Ne, wir warten damit noch. Die Geltung der Salzgöttin. Wir kaufen uns jetzt erstmal diese Sachen wieder. Bisschen Noah. Die Norselianer. Die norseelischen Winde. Klingt alles ganz cool. Okay. Auszeichnungen brauchen wir quasi gar nicht. Witzig. Heißt das, es gäbe theoretisch noch Leute, die man jetzt schon hätte bekommen können? Die man dann noch... von der Rekruten aufstufen müsste wahrscheinlich. Heißt das das? Naja, egal. Okay, Leute. Ja, für eine Übungsschlacht, da wird es heute nicht mehr erreichen, denke ich mal. Wir können aber mal ganz kurz zumindest in diese Karte reinschauen. Das, denke ich, können wir schon machen. Dann würde ich einfach offscreen eine Aufstellung machen, dann fangen wir damit an. Wobei ich in dem Fall dann wahrscheinlich beim nächsten Part dazwischen cutten werde, weil ich dann wahrscheinlich mehrfach diese Karte spielen werde. Einfach, weil wir sehr viel Geld... Oh mein Gott, ich trottel. Warum? Oh, ich mag das nicht, dass da keine Rückfrage kommt. Wenn du auf Feldlager klickst, bist du halt sofort hier, ne? Und das dauert immer ein bisschen, weil es eine separate Karte ist.
Naja, egal. Hier gäbe es theoretisch starke Leute. Interessant. Flammenwalzen, Blitzschläge, natürlich Speerkämpfer, weil die können natürlich nach draußen. Okay. Verstehe. Da haben wir ja gut was zu tun, auf jeden Fall. Aber ja, das machen wir dann beim nächsten Mal als Einstieg, würde ich sagen. Und dann geht es weiter. Klingt nach einem guten Plan, oder? Genau. Freue mich drauf. Bis zum nächsten Part, Leute.